Hallo und herzlich willkommen zurück in Marin County. Wir haben heute ein bisschen was vor. Wir werden nämlich unser finanzielles stabilisieren, damit wir positiven Output haben. Aktuell nämlich bezahlen wir noch für Stromgeld, für den Import. Das werden wir heute drehen. Wir werden ein Geothermie-Kraftwerk bauen. Und das habe ich mir schon ausgesucht, wo wir es hinbauen werden. Dafür müssen wir Teils kaufen. Und ich habe vergessen, welche Teils. Hier haben wir Wasser. Das heißt, neben dieser Autobahnkreuzung ein paar Teils. Oh, das Overlay bleibt sogar. Weil wir die Abfahrt auch bauen müssen, werde ich das hier hin packen. Die Autobahn verbindet sowieso. Deshalb werden wir es so machen. Wir haben keine. Haben wir eine schnelle Outside Connection? Die hier wäre es wahrscheinlich. Ja. Dann könnten wir. Oh, ich glaube, so viele Teils können wir gar nicht kaufen. Wir könnten eine neue für Abwasser machen. Outside Connection. Aber wir müssen sowieso hier lang. Wir müssen ja auch das Geothermie-Kraftwerk wahrscheinlich mit Abwasser verbinden. Deshalb, wenn wir da die zwei auch noch mitnehmen. Zwei könnten wir noch kaufen. Ja, es macht keinen Sinn. Wir kaufen die auch mal. Dann müssen wir unsere drei Punkte ausgeben. Für das Notstromaggregat und dann für das geothermale Kraftwerk. So, wird mal sagen, das ist schon mal perfekt. Wir sehen uns auch gleich an zum Platzieren. Wir haben, wo ist es? Hier ist das Geothermie-Kraftwerk. Ja, hier haben wir genug Platz, glaube ich, dafür. Ich würde auch gerne sehen, ja, das Terrain passt einigermaßen. Ich möchte so Richtung Autobahn ausgerichtet haben. Wir müssen da dann gleich eine Abfahrt bauen und so weiter. Aber wir platzieren das mal. Okay, die Straße führt hier lang, das ist super. Und ich würde hier vorschlagen, wir machen es super simpel. Wir gehen hierher, nehmen die vierspurige Straße und schauen uns mal an. Ja, hier ist relativ flach. Gehen hier hoch auf 7,5. Das sollte ausreichen. Aber bevor wir das machen, hier haben wir 28 Meter drüber. Ich kann kein Mathe heute, deshalb lassen wir es mal. Wir machen es einfach hier so. Das sollte einigermaßen gut aussehen. Ach Mist, wir haben noch gar keine Schnellstraßen. Das ist suboptimal. Ich dachte, ich habe die freigeschalten. Na gut, dann müssen wir noch einen Milestone warten, damit wir das richtig schön machen können. Aber in der Zwischenzeit schließen wir es trotzdem mal an. Dann gehen wir wieder auf 0. Aber wenn es einen Shortcut gibt für auf 0 setzen, wäre ich echt verbunden, wenn mir den jemand sagt. Oh, ich hätte hier einfach. Okay, ich hätte das besser ausmessen sollen. Etwas daneben platziert, aber es macht ja nichts. Wir können ja abreißen. Und ich sollte die richtigen Tasten auch drücken. Auf 7,5. Wo ist mein UI hin? Hier ist es. Danke. So. Dann haben wir hier. Wir machen es ein bisschen länger diesmal. Hier drüber. Und dann gehen wir hier runter auf 0. Ich glaube, das ist okay. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie lang die Node war zum Runtergehen. Ich möchte es nämlich symmetrisch machen. 164 Meter. Okay. Das machen wir nämlich hier auch. Auch wenn wir es gerade nicht benötigen, aber damit wir hier einigermaßen gleich,
gleich sind von Ab- und Auffahrt. Okay, jetzt haben wir das Problem, wir können nicht verbinden. Was wir aber tun könnten, und das ist nur ein Provisorium, wir könnten so hier eine kleine Landstraße langziehen. Was haltet ihr davon? Und hier einfach eine zweispurige Straße, die wir hier irgendwie reinconnecten. Ich mache das mal bis hier hin und dann mit dem Continuous Tool starten wir bitte hier gerade. Gehen wir hier hoch, fahren wir hier rüber, gehen so ein bisschen die Autobahn lang. Es ist ja auch nichts Ungewöhnliches, dass so gebaut wird. Und dann gehen wir hier rein. Dann würde ich vorschlagen, dass wir auch gleich die hier upgraden. Ich würde die gerne gerade hier hinpacken. Aber dafür ist der Fußgängerweg im Weg. Na, lässt du mich nicht, weil... Okay, du lässt mich so. Okay, dann machen wir das kurz neu. Oh, jetzt muss ich kurz pausieren. Da die Straße nur provisorisch ist, lassen wir das mal so. Und hier können die rüber. Und jetzt kommen wir gleich zum zweiten Highlight. Warum ich hier zu Schnellstraße sage, ist einfach... Achso, ich muss wieder Play drücken. Ich habe eine Mod installiert, die heißt Speed Limit. Oh, die heißt sogar Hauptstraße. Und hier sieht man jetzt 22 km/h. Ich erhöhe das mal auf 50. Na, eigentlich auf 70, ne? Ich meine, wir sind hier nicht europäisch, aber... Ich würde die einfach mal auf, hier das Speed Limit auf 70 setzen. Hier steht noch 30. Und hier haben wir jetzt, ich hätte sie eigentlich hier geradeaus auch runterziehen können, aber das ist schon okay so. Gut, dann müssen wir noch das Kraftwerk anschließen. Das ist super easy. Hier einfach geradeaus runterziehen. Schon haben wir es hier angeschlossen. So, jetzt haben wir noch hier irgendwo, genau, hier kommend die Starkstromleitung. Kann ich die hier irgendwie ansetzen? Es wird natürlich jetzt etwas die Gebäude vernichten, das ist okay. Die werden wir... Ich sehe die Autobahn nicht. Ah, hier ist die Autobahn. Wenn wir an der Seite der Autobahn auch mit dem Continuous Tool ziehen. Ich hoffe, das wird einigermaßen schön. Ich hätte das Overlay ausschalten sollen, ne? Das ziehen wir bis hierhin. Und jetzt sollten wir geradeaus hier einfach runtergehen können und anschließen. Perfekt. Oh, hier müssen wir natürlich auch noch. Naja, hier baut sich schon wieder Industrie hin. Sehr cool. Dann haben wir schon mal das Geothermiekraftwerk hier. Und Effizienz 69, nicht genug Angestellte. Ja, okay, gut. Aber 104 Megawatt, das ist weitaus mehr, als wir benötigen. Ja, ja, wir exportieren einen Großteil davon. Und das sollte ja finanziell sich nicht lohnen. Okay. Ich mache die Gebühr dafür auch ein bisschen höher. Okay, mit der noch nicht vollen Effizienz lohnt sich auf jeden Fall noch nicht. Hat uns eher in den finanziellen Ruin getrieben. Das ist natürlich schade. Aber langfristig wird es uns wahrscheinlich helfen, hier rauszukommen. Und wir sehen hier, wir benötigen bereits zwei Services. Und zwar Leichenwagen. Eigentlich wollte ich stabil werden. Finanziell. Aber das ist mir leider nicht vergönnt.
Wobei, es kommt eh Leichenwagen von außen. Polizei wäre vielleicht etwas, wo wir sagen, das sollten wir lokal bauen. Und zwar habe ich keinen Ort dafür. Wo könnten wir die Polizei gut hinbauen, wo die Erreichbarkeit anständig ist? Eine gute Frage, ne? Könnte hier jetzt die Straße ja hoch erweitern. Und könnte aber auch hier was anschließen. Dann wäre auch das Gebiet gleich mit abgedeckt. Hier runter. Linksverkehr, wir sollten das Van hier rüber bauen. Aber dann könnten wir auch eigentlich Polizeistation hier reinmachen. Oder hier? Hier so an den Strand? Oder an die Landstraße? Wie schnell fährst du eigentlich? Das sieht man nicht, ne? Schade. Also die Überlegung wäre, an meiner Hauptstraße, die eigentlich eine Landstraße ist, das hier dran, dann oder hier irgendwo dran. Ach, ich bin so unschlüssig. Ich glaube, lass mal gucken, wie groß. Das hier so ein bisschen. Nein, ich will es nicht direkt dran bauen. Ah, da ist es zu viel Squeeze. Ja, hier könnte ich es direkt dran bauen. Wir bauen es mal hier ran. Ich meine, ein Verbrechen pro Monat. Kriminalitätswahrscheinlichkeit ist auch noch nicht ganz so hoch. Ich meine, hier haben wir einen Tatort. Hier wurde ein Verbrechen begangen. Aber da ist auch schon ein Polizeiauto vor Ort. Also von außen, von Munden. Ah, oh, wir sind wieder im Plus. Glaubt mittlerweile, lohnt sich das fast. wie sieht's aus? Klick mal von hier drauf. Ja, uns fehlen gut ausgebildete Personen. Dafür müssten wir aber erweitern. Und bin mir bei der Erweiterung gerade nicht sicher, ob ich nicht hier hochgehe. Ich glaube, das wäre eine gute Entscheidung, wenn wir hier erstmal das Eckchen nutzen. Und dann werden wir hier gleich mit der vierspurigen. Und hier, ich ziehe das einfach mal ganz hoch bis zum Rand. Ungefähr hier hin. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Hier können wir dann Fußgängerwege bauen. Deshalb machen wir. Fangen wir mal hier an. Hier ist die Basis vom Grid. Das wir durchziehen. Genau, hier ist die Oberkante, quasi hier der Teil. Und dann müsste man hier so das Grid runtergehen. Ich mache hier mal eine lange Straße. Mach das hier auch mal bis hierhin. Ah ja, kann man. Können wir gleich verknüpfen. Das glaube ich passt. Oh, ich hoffe, das passt auch von der Größe her. Und dann würde ich mal vorschlagen, machen wir hier wieder Commercial-Gebäude.
Das macht Sinn. Das wäre hier oben auch sinnvoll, wenn hier nicht ein kleines Teil wäre. Aber ist egal. Und hier auf der Hälfte wäre wahrscheinlich noch Commercial angebracht. Aber das machen wir nicht. Wir werden hier tatsächlich 3x3, 3x3. Oh, geht sich alles in 3x3 aus. Wir haben 3 Gebäude gebaut. Geht sich noch eins aus? Nee, da habe ich den Need komplett vertan. So. Dann würde ich vorschlagen, auf der Seite kriegt ihr alles 2x3er Plots. Wie lang hier noch der Need ist. Ah, der Need wird schon schwieriger. Oh, da ist noch was aufgeploppt. Gleich direkt. So. Jetzt ist natürlich die Schule ewig weit weg, aber das kriegen wir schon hin. Dafür ist dann die Arbeit nicht so weit weg. Ich bin nun auch bereit, die Straße hier abzugraden. Bis hierhin. Warum auch immer das Gebäude jetzt weichen musste. Achso, wegen dem. Ich würde sie auch gleich mal durchziehen. Ist natürlich schade für die Industriegebäude, aber die bauen sich gleich wieder hin. Und dann würde ich gleich vorschlagen, ziehe ich hier noch ein Stück runter. Ja, natürlich ist jetzt das im Weg. Erstmal das Game hier abgesteppt. Ich überlege gerade so einfach, das hier genau so zu machen. So ein kleines Kreuz. Verbinden wir auch gut, ne? Genau. Hier lasse ich die Industrie mal bauen. Baut euch hin, so wie ihr es benötigt. Da entsteht gerade viel Industrie. Hier entstehen gerade alle möglichen Gebäude. Warum ist es so bewölkt im Sommer? 22 Grad ist ziemlich gechillt im Sommer. Würde ich auch hier leben, in Marin County. So, finanziell $60. Wir haben aber auch die Nutztierhaltung, die ja kein Farmland so wie hier oder hier benötigt. Oh, ich sehe ja endlich. Natürlich ist hier Farmland, aber hier ist richtig viel. Okay. Der Kommentar hatte tatsächlich recht. Ich meine, natürlich hatte der Kommentar recht. Ich bin gerade geneigt, Nutztiere hier zu halten, weil hier viel Autobahn ist, oder hier in das Eck hier hoch. Da habe ich keine direkte Anbindung. Solange ich keine Schnellstraßen habe. Aber ich könnte es wirklich einfach hier hin packen. Das machen wir später. Und ich würde mal sagen, schön hier mittig hoch. Einigermaßen halbwegs schöne Kreuzung hinbauen. So.
Und ich habe hier eine Idee, was man machen könnte. Nicht noch sowas hinsetzen, ich einfach mich verklicke, sondern hier, die hier, hier arbeiten, haben hier so ein Haus einfach bei sich stehen. Und jetzt können wir... Ich ziehe das mal bis hier hin. Wir könnten hier auch noch sagen, ach nein, das ist ein großes Gebäude, aber hier so für die Mitarbeiter hat der Eigentümer dieser riesigen Farm einfach ein paar Baracken gebaut für die Mitarbeiter, während sie auf das große Gebäude hier gucken. Und dann würde ich sagen, gehen wir dekorieren, das gehört dazu. Wir haben dafür ja auch ein... Oh! Das Update, man muss nicht mehr STRG L drücken. Der Dev hat das hier reingepackt. Das ist ja cool. Noch ein bisschen enger machen. Vielleicht auf L. Ja. Erst speichern. So, Geothermie. Sieht's aus. 75% Leistung. Das ist weitaus okay. Dann haben wir tatsächlich auch Nutztierhaltung. Und ansonsten verlieren wir noch immer Geld. Mein Ziel ist es eigentlich, weiter hier positiv rauszugehen. Ich vergesse jedes Mal, dass wir auch einen Steinbergbau machen. Oh mein Gott, hier ist Wasser. Ein Steinbergbau ist hier irgendwie weird, weil die Map ziemlich flach ist. Nichtsdestotrotz werde ich hier einen bauen. Ich glaube, den mache ich wirklich hier hin. So quasi den Steinbruch. Ich glaube, der passt hier gut hin. Ja, das ist nicht gut geworden. Perfekt, dann machen wir das hier so rein. Machen wir hier mal einen Steinbruch. Ah, jetzt ist er da. Den meinte ich. Den wollte ich haben. Colossal Ore. Da weiß man gleich, wo man hier hinfährt. Alles perfekt. So. Wir haben natürlich hier jetzt irgendwo das Umspannwerk. Genau. Hier wollte ich gleich mal gucken. Das ist halt schlecht, weil hier... Hier fließt kein Strom drüber. Woher kommt der Strom? Ach, über die Autobahn kommt der Strom nun. Vom Geothermiekraftwerk direkt.
Das könnte halt irgendwann problematisch werden in der Zukunft. Aber im Moment ist noch nicht so schlimm. Wir haben noch keine 40 Megawatt an Leistung. So, wir könnten anfangen, hier auszubauen. Ich würde hier weiter mit den 3x3 Gebäuden gehen. So, dann haben wir das auf jeden Fall auch geschafft. Wir machen noch immer ein großes Minus. Dienstleistungs- und Unterhaltungskosten umfassen die Betriebskosten für Dienstleistungsgebäude. Ah, okay. Ja, die Wartung des Geothermiekraftwerks wahrscheinlich. Ja, also Schule nehme ich an. Dann Geothermie. Und der Parkplatz. Mal die Parkgebühr trotzdem auf 15. So, oh nein, oh nein. Wir haben noch ein bisschen Commercial Need. Ich würde vorschlagen, dass ich den Commercial Need dann gleich mal abdecke. Aber ich habe gerade eine Idee gefasst und ich weiß, wir sind finanziell noch nicht stabil genug eigentlich. Ich habe hier wieder nicht gut gebaut. Für einen Parkplatz. Ich würde fast vorschlagen, dahin zu bauen, den Parkplatz wäre dumm. Nein, ich würde gerne den mittleren Parkplatz irgendwie hier hinbauen. Aber ist halt für Hauptverkehrsader, ne? Also ich würde den lieber hier reinlegen. Oh, ich könnte hier. Lass hier und hier zwei Platz und mach das auch hier. So. Hier Parkplätze mal hin. Ob es sinnvoll ist, weiß ich noch nicht. Aber hier können sie zu Fuß runterlaufen. Ich glaube, das ist eine okay Länge oder Weite zum Laufen. Ich möchte noch mittleres Dorf schaffen. Ich möchte oben noch die Autobahnausfahrt fertig kriegen. Und bin am Überlegen. Kann man hier die Zufriedenheit? Ja. Kriminalität ist das große Problem, warum die Leute nicht zufrieden sind. Deshalb werden wir wirklich eine Polizeiwache installieren, wollte ich sagen. Oh, die passt hier perfekt rein. Und die wird auch hier auf die Rückseite davon gut passen. Ich mache das mal hier. Dann kriegen wir die Happiness etwas nach oben, wenn die Kriminalität abnimmt. Und das hilft gleich mal. Es kostet natürlich auch wieder Unmengen an Geld. Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht gut wäre, das vorübergehend abzuschalten. Weil die Kosten im Moment noch viel zu hoch sind, also höher als das Importieren. Ich schalte es mal ab. Es kostet mich noch immer 30.000, wenn es außer Betrieb ist. Aber ich bin halt instant im Plus. Wir behalten mal das. Es ist gebaut. Das ist so schön bürokratisch oder deutsch. Man hat nicht vorher geguckt, lohnt sich das zu bauen. Man baut es einfach mal, um es dann nicht mehr anzuschalten. Aber jetzt sind wir halt fett im Plus. Jetzt baue ich auch einen Friedhof. Bin ich ehrlich? Und den würde ich super gerne hier in das Stück einbauen. Und tada, großes Dorf geschafft. Sehr cool.
Ich hab den nicht gerade gemacht, ne? Das macht gar nichts. Kannst du nicht snappen? Ein bisschen zurückgebaut, aber wir haben einen Friedhof. Das ist schon mal viel wert. Was das für Bäume sind, kriege ich nicht, ne? Es kostet auch 55k. Aber wir haben Leichenwagen. Aber muss das so effizient sein? Ich weiß es nicht. Aber was auf jeden Fall passieren soll, hier ist eine No-Building-Zone. Nenne ich es jetzt super easy. Super easy. Ganz einfach wollte ich eigentlich sagen. Aber hier so ein bisschen mehr Park-Vibes. Ist einfach so quasi erstmal ein reservierter Platz, deshalb habe ich hier jetzt mal die Fußwege so gebaut. So gebaut, wie sie halt sind, dass man hier auch rübergehen kann. Wenn wir öffentlichen Verkehr haben, freigeschalten hätten wir ihn ja, denn wir haben mit dem nächsten Milestone großes Dorf richtig, richtig viel freigeschalten. Bezirke können wir erstellen, das Produktionsfenster, wir sehen, wo wir Need haben. Wir haben Stadtbestimmungen, Naturkatastrophen, ach nö, wir haben Transportübersicht, billige Mietwohnungen, Büros, Getreide, Forstwirtschaft, dann haben wir Transport, da kriegen wir ja schon Bus und Taxi, wir haben die ersten Parks und wir haben eine Taximindestgebühr. Das heißt, wir haben hier Taximindestgebühr, wir haben High Density freigeschalten, also billige Mietwohnungen. Die passen hier super rein, denn ich hatte die Idee, die hier hinzubauen. Ich baue mal zwei. Das deckt wahrscheinlich eh schon den Need. Und wir haben auch noch mittlere Dichte Need. Dann füllen wir das hier mal nicht perfekt aus. Das ärgert mich jetzt. Aber hier können wir einen Fußgängerweg einfach durchmachen. Das ist okay. Das ist okay. So, wir machen heute noch ein paar kleine Sachen. Nämlich, passt der hier hin? Ich habe Snapping aus. Nein. Der kleine Platz. Den will ich gerne so mittig wie möglich. Das ist die Straße. Ich würde hier mal einen kleinen Platz hinmachen. Oh, der Spielplatz passt da locker hin. Gibt es hier einen kleinen Spielplatz? Und ich würde auch vorschlagen, wir machen hier einen hin. Hundeparks, auch ganz wichtig. Den können wir eigentlich hier dran packen. Ich mache den hier an die Seite. Und die Feuerstelle. Machen wir Snapping mal aus. Ich finde schade, dass der eine Straße benötigt. Dann drehe ich ihn mal um. Mache ich hier eine kleine Gasse hoch. Ich finde schade wirklich, dass man die nicht auch mit Fußgängerwegen verbinden kann. Aber eine Feuerstelle. Klingt ganz gut. Richtig viel geschafft heute. Auch sehr gut. Gehen jetzt noch an die Feinheiten ran. Feinheiten heißt, hier haben wir Ampeln. Die kommen erstmal weg. Hier auch. Ich gucke hier auch nochmal, nicht, dass ich hier irgendwo noch Ampeln hingepackt habe, unabsichtlich. Ist die Hauptstraße, ne? Hier keine Ampel, hier keine Ampel. Hier möchte ich aber auch Fußgängerübergänge, die zwei zumindest, verhindern. Dann, wenn ihr auf die Hauptstraße hier rüber führt. Hier wird auf Leichenwagen gewartet.
Das haben wir noch gemacht. Perfekt, wir haben ein paar Parks. Wir sind hier gerüstet. Für mehr? Ich brauche hier noch 3x3, 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 3x3. Ich mache das hier auch noch fertig. Damit das nicht so halbfertig aussieht. Perfekt. Nun schalten wir noch die Schnellstraßen frei. Damit wir hier drüben auf jeden Fall mal die Stromleitung verlegen. Wenn wir mit dem Continuous Tool einfach versuchen, hier an der Stelle zu kreuzen und verbunden. Dann kann ich es nämlich hier wegmachen. Es passt. So. Und nun? Nun werden wir hier habe ich gehört, wenn ich mit dem Continuous Tool mach mal auf 100. Nein. Falsch. Bin ich gerade zu dumm, das zu nutzen? Das 45? Oh, okay. Okay, okay. Das heißt, ich gehe hier. Zack, 45 nach oben und gehe hier runter. Okay. Das machen wir hier auch. 45 war. Und dann einfach hier rein. Ja, das machen wir noch umgekehrt. Ich will nur, dass das erstmal schön aussieht. Okay, so, jetzt nur noch alles richtig rum machen. Ich habe ja Linksverkehr, das heißt, wir fahren hier ab, ne? In die Richtung, hier kommen wir raus, das heißt hier hoch. Hier fahren wir runter. Und hier fahren wir hoch. Oh ja, das passt. Ich mache hier einen kleinen Kreisverkehr. Obwohl, vielleicht ist ja gar nicht nötig. Lass mal. So zweispurig werden. Ach, beim Runterfahren nicht nötig. Beim Hochfahren. Lass mal beim Hochfahren zweispurig werden. Und unser Werkzeug hier verwenden. Genau. Oh, das ist auch neu. Ja, nice. Okay, hier darf man nur links und rechts abbiegen.
Aber hier die Fahrspuren, wir machen. Kannst hier eh nicht rechts abbiegen, aber hier links abbiegen. Genau, und hier haben wir einen Rechtsabbieger. So, so rum sollte es klappen, ne? Linksabbiegen erlauben wir hier immer. Und dasselbe machen wir auf der Seite. Linksabbiegen immer erlauben. Ja, cooler Lane Change. Aber darf ich mir selbst auf die Schulter klopfen? Diese Autobahnabfahrt ist gar nicht so schlecht geworden. Ich tue es einfach mal. Es wäre halt cool, wenn ich hier noch teilen würde, die Note, dass es hier kurz zweispurig wäre. Aber ich finde es gelungen. Ja. Definitiv gelungen. Jetzt kann man hier nämlich auch abfahren. Und auffahren. Mich hat der Linksverkehr wirklich komplett kaputt gemacht. So. Wir verlieren noch immer Geld. Das Ziel für heute ist gescheitert. Weil... das, was wir an Stromimport haben, reicht nicht aus. Oh, wir könnten heute noch eine Kleinigkeit machen. Die wäre Export... Oh Gott, hier brennt's. Oh nein, und wir haben keine Feuerwehr. Die muss erst hier durch die in die Stadt kommen. Aber wir könnten Wasser exportieren. Und ich sehe, den schnellsten Weg ist tatsächlich von hier nach hier. Ich würde das einfach unterirdisch machen. Achso, ja, ist ja Wasser, das macht man sowieso unterirdisch. Ich würde hier ansetzen und würde das jetzt exportieren. Noch ganz schnell. Damit wir auch davon profitieren, dass wir einen Überschuss an Wasser haben. Denn... ja, wir verbrauchen 12.000 und haben aber über 107.000 zur Verfügung. Wir exportieren jetzt so viel. Das ist gut. Wir könnten auch Abwasser exportieren. Ich glaube aber nicht, dass sich das finanziell lohnt. Es dauert, glaube ich, ein bisschen, bis das hier aufscheint. Export. Ist okay. So. Wir haben ja auch neue Industrien freigeschalten. Holz und Getreideanbau. Das ist okay. Ich glaube aber, ich habe die Folge gut zugepackt mit Zeug. Und wir haben echt viel gebaut heute. Wir haben echt viel Fortschritt. Ich sitze hier schon seit einer Stunde. Aber ich glaube, wir haben wirklich tollen Fortschritt gemacht. Das freut mich sehr. Und bald sind wir an Halbstadt dran. Kein Grund mehr, meine das letzte Mal Halbstadt-Folge weiter dies zu liken. Aber ich sage damit vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Und wenn ihr Ergänzungen habt, Ideen habt oder sonst was, gerne in die Kommentare. Ich starte die Abmod gerade zum zweiten Mal, weil die Episode kommt noch 2023. Deshalb guten Rutsch. Das ist die letzte Episode Cities für heuer. Es kommt bald eine. Ich wünsche einen schönen Übergang ins neue Jahr. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.